Herzlich willkommen am Maxim-Gorki-Institut in Moskau, das, wie ich höre, das renommierteste Institut ist für Literatur und Literaturstudien. Und von dort, ich kürze jetzt ab, nach vielerlei Umwegen und vielerlei Erniedrigungen, weil er Gott sei Dank nicht aufgegeben hat, gegen die Staatsgewalt zu kämpfen, musste er Folterungen, Gefängnis und Trennung von Familie erdulden. Es gelang ihm dann mit einem Rotkreuzpass nach Österreich zu fliehen, 97 und ich glaube 98 war das Asyl bewilligt und seit 99 ist er, was ich bisher nicht wusste, österreichischer Staatsbürger. Stimmt. Das neid aber mehr kostet mir sein. Er sagt, dass Sie wissen über ihn mehr als er selber. Das ist aber immer so. Ja, bei der Frage haben wir auch schon mal gehört. Er sagt, das ist auch bei Ehepartnern so. Ja, der Partner weiß mehr als das selber. Ja. Ja. Также он подшикал и успехал. Alles, was Sie jetzt hier sehen, können Sie in Tadschikistan und auch von Usbekistan sehen. Das ist diese Kunstwerk und alles, was hier gibt, gibt es in beiden Ländern. Holde Armander, Hoxar, Tanarne, Posse, Bayanship, Heikeller, Jürgte, Usbekistan, Kuzetosh, Kuxe, Tosh, Oyab, Lare, Tosh, Bilman Bunyad etmiş Khaybir Sang Tarash Gudaklar Dodudan Kiyip Başka Tarash Khaykallar Yurubtu Uzbekistan'da Beşafkat Be Aman Munafık Ayyar Neki illet bolsa Barçası Bisyar Elge ilan etip Uzun kumda Khaykallar Yurubtu Uzbekistan'da Her birin girdi de taşşadık vüzgan, oğru karafçılar yelaşar davan, davanın kanlarına batırıp hemen heykeller yürüttü Uzbekistan'da. Adamlar yüreğin hoşlar kalgen, korkudan nefret hem gurur yokalgen, vatandaş vatanı şu köyge salgen heykeller Yurupta, Uzbekistan'da yığlamak katağan, kulmak katağan, bir adın söz üçün umrindir hazan, kılıp halallikdin halini yaman, heykeller yurupta, Uzbekistan'da. Minin şurlik halkın, şurligin halkın, minin hurlik halkın, Kurligim halkım, kuzlarım, kur bulsa kurligim, halkım, heykeller yürüttü. Üzbekistan'da nahat ki münasır, senge şu takdir, oz halin uzunge etmez mi tasir, seni korkak bilip ve kılıp takdir, heykeller yürüttü. Üzbekistan'da. Statuen marschieren durch Usbekistan. Die Träume unserer Herzen sind verblasst, die Tränen sind vor Erniedrigung und Schmerz getrocknet. Menschen, die ohne Schuld sind, treten sie mit schweren Füßen. Die Statuen, die durch Usbekistan marschieren. Aus Stein sind ihre Augen, Arme, ihre Brust. Ich weiß nicht, was sie geschaffen hat. Die Tränen und Schreie unserer Kinder tragen sie als Krone. Die Statuen, die durch Usbekistan marschieren. Erbarmungslos, voll Hinterlist und ohne Seele vereinen alles Böse sie in sich. Und doch verkünden sie, sie seien aller Menschen Herren.
die Statuen, die durch Usbekistan marschieren. Wie Fliegen kreisen Räuber, Diebe und Betrüger um sie und küssen unter denen ihre Füße, und dabei stehen sie bis zu den Knien im Blut, die Statuen, die durch Usbekistan marschieren. Was haben sie aus unserem Heimatland gemacht? In Angst und Schrecken haben sie das Volk versetzt. Mein Freund, aus Furcht sind Liebe, Hass und Stolz vergessen. Die Statuen marschieren durch Usbekistan. Zu weinen und zu lachen haben sie verboten. Ein wahres Wort nur kann dich schon das Leben kosten, denn Ehrlichkeit hat unter ihnen keinen Platz. Die Statuen marschieren durch Usbekistan. Mein eigenes Unglück ist das Unglück meines Volkes. Wenn ich erniedrigt werde, wird es auch mein Volk. Auch meine Blindheit ist die Blindheit meines Volks. Die Statuen marschieren durch Usbekistan. Meinst du denn wirklich, du verdienst ein solches Schicksal? Beunruhigt dich denn gar nicht, was mit dir geschieht? Sie lachen über dich und halten dich für Feige, die Statuen, die durch Usbekistan marschieren. So richt dich auf und sei es nur für den Augenblick, denn Hindernis hält deine Tapferkeit nicht stand. Lass deinen Kopf nicht hängen, denn das macht sie stark. Statuen, die durch Usbekistan marschieren. Ich muss kurz vielleicht etwas sagen, warum es eben so unglaublich für uns, dass die Dichtung gefährlich sein kann. Die klingt unwahrscheinlich, nicht? Aber ich kann völlig nicht nur machen, ist nur mehr gefährlich oder ist noch gefährlich heutzutage in fernen Ländern, oder wie kommt das? Он говорит, что здесь вообще не понимает, почему поэту и его стихотворениям грозит какая-то опасность, и вообще опасно ли это. И у вас спрашивают, было это раньше опасно, и сейчас опасно, или сейчас уже абсолютно? Я понял. Это сейчас, особенно молодым европейцам, очень трудно объяснить, что поэзия и вообще... Das ist sehr schwer zu erklären und besonders der junge Europäer, warum ein Gedicht schreiben oder ein Dichter zu sein, ist gefährlich. Aber trotzdem, ich versuche jetzt zu erklären, wie es möglich ist. Aber Europa тоже прошла такие тяжелые моменты, когда многие писатели вынуждены эмигрировать. Поэзия и проза стала дружественным вопросом, было опасным для его жизни. Er möchte auch dazu sagen, dass die europäischen Länder haben auch schwierige Zeiten gehabt und nicht alle Dichter und nie waren beliebt und mehr von denen mussten migrieren. Ja, сейчас очень опасно. Узбекистан, Таджикистан, Туркмения особенно. Быть журналистом, быть поэтом, быть писателем и писать правду. Es ist sehr schwer und sehr gefährlich, in Zentralasien ein Dichter oder ein Schriftsteller zu sein. Was ist wirklich, und es ist schwer, wenn man Wahrheit, über Wahrheit spricht oder Wahrheit schreibt. Und das ist gefährlich, und war gefährlich, und jetzt ist es auch.